kommst du voran, Big Dave? Meine Fortschritte mit dem Messer? Ich würde es mir nicht an Wärme bald geben. Der Teil von Norris ist etwas Besonderes. So edles Metall sieht man selten. Doch mit meinem alten Werkzeug kann man ihn nicht bearbeiten. Aber Besseres ist leicht zu finden. Ein oder zwei Geschäfte in New York. Ich würde selbst gehen, doch solange die Rotröcke mich suchen, kann ich doch lieber hier für Sicherheit. Ich habe etwas zu erledigen. Wenn ich das nächste Mal da bin, kümmere ich mich darum. Klingt gut. Ah. Gut, dann die letzte Siedlungsmission, mal schauen, was da anliegt. Wo war die noch gleich? Oben links. Also hier. Ja, macht sich langsam hier das Dörflein was? Ach, das sind hier die... Okay, keine Ahnung, wer das ist. Ah, die Gastwirte. Na, da bin ich mal gespannt. Spannend. So, was geht ab? Okay. Entschuldigt. Darf ich an eure Barmherzigkeit appellieren, Bett und Tisch mit einem müden Wanderer zu teilen? Ein Wanderer? Woher? Hinter dem Ozean. London. Brite? Seid sicher, ich bin kein Mann des Königs. Sehr großzügig. Hab Dank. Wir arbeiten hart für das, was wir hier haben, alter Mann. Womit verdienst du deine Brötchen? Ich möchte Gott zu jenen bringen, die seine Hilfe brauchen. Nicht sein Wort jenen eintrichtern, die keiner Hilfe bedürfen. Die Monarchie teilt diese Ansicht nicht. Gott weiß, einige von uns sollten beichten. Olli und ich vermissen die Sonntagsmesse. Meine Maria soll die Bibel lesen. Ich weiß, gemeinsam könnten wir eine Kirche bauen. Und ihr werdet der Pastor. Oh, jetzt kriegen wir noch so einen Heino. Vater Timothy. Timothy, hallo. Ah, klasse. Naja, was sein muss, muss sein. 1000 haben wir. Bitte. Danke. Das reicht für eine hübsche Kapelle. Ich bin dir sehr dankbar. Naja. Lass es dir gut gehen. Auf jeden Fall. So. Moralische Unterstützung. Oha, okay, cool. Kann hilfreich sein, so moralische Unterstützung. Okay, den Weg hoch hier ein bisschen ist noch was. Das wäre ja auch keine wirkliche Mission. Wenn, dann will ich auch kurz hier irgendwie was machen, richtig. Das war dem Pfarrer Geld in die Hand drücken. Oh Gott, Hilfeschrei. Das klingt nach Action. Juhu. Oh Gott, nein. Super. Ja. Die gehen alle weiter. Ich hätte mal doch nach unten laufen sollen. Alles in Ordnung? Was machst du hier draußen im Wald? Sie war... Kacken. Du musst zur Post zu Dr. Nein! Ich kann nicht! Nimm mein Pferd! Hol ihn her! Du hast 20 Sekunden. Nee, 3 Minuten. Ach komm, sei nicht so mürrisch. Juhu! Dr. White, komm mit mir sofort. Was ist los? Kugel liegt in den Wehen, draußen im Wald. Im Wald? Was um alles in der Welt macht sie denn da? Es ist doch egal. Ach ja. Jetzt? Ja! Das ist jetzt ein Witz, oder? Wollen die mich verarschen? Jetzt kann ich noch zu dem... Oh. Ist das denn wenigstens hier? Deren Glück. Ich habe keins gesehen.
Vielleicht haben wir noch Zeit. Beeilung, los! Und mal bei den Verbündeten bleiben. Ja, wenn das solche lahmen Lackaffen hier sind, was kann ich denn dafür? Alter, zieh dir den Spacken rein, der hängt immer noch da hinten rum. Ja, was? Verbündeter, was soll denn die Scheißnummer? Wollen die mich hier irgendwie verarschen? Oh. Alter, ja, jetzt kann ich nochmal Dr. White holen. Ein Pferd finden. Hab eines. Aus dem Weg, ihr Spacken. Gib Stoff. Moinsen. Oh, diesmal hat er ein weißes Pferd. Was ist los? Kudel schlägt in den Weh im rauschenden Wald. Im Wald? Was um alles in der Welt macht sie denn da? Das ist doch egal. Wir müssen Warren holen. Jetzt? Ja! Alter, sind die irgendwie geistig zurückgeblieben oder so? Hey, ich steig nicht aufs Pferd. Oh, Idioten. Was zur Hölle macht der denn da? Und wo ist sein scheiß Pferd hin? Oh, Mann, ey, das kann ich doch schon wieder knicken hier. So, letzten Checkpoint neu laden hier am Arsch. Na, wenigstens habe ich hier ein Pferd, was? Meine Fresse nochmal. Und Sporen geben. Juhu! So, da ist sein Pferd. Hoffentlich steigt er jetzt auch drauf. Alter, was sind das für ein geistig zurückgebliebener kleiner Spacken, ey. Ist der schon wieder... Hat er schon wieder getrunken, oder was? So, bei dem Alten darf ich jetzt auch nochmal warten, bis er auf seinem Gaul ist da. Hallo? Was soll... Alter, ich darf echt nicht zu schnell reiten. Na los, spring rauf. Trottel. Kommen die jetzt auch mit? So, jetzt schön langsam. Ach, schade, ich wollte so genau auf sie drauf. Ich glaube, im Moment komme ich klar. Ist sie in Ordnung, Doktor? Nein, sie ist nicht in Ordnung. Sie bekommt ein Kind und zwar hier, wie es aussieht. Boah. Ja, schön, so eine Waldgeburt. Ach, das ging ja schnell. Und er scheint auch gesund zu sein. Hat eine kräftige Lunge. Und ich will ja nicht drängen, doch wir müssen sowohl dich als auch... Hat er schon einen Namen? Hunter. Oh, guter Name. Guter Name. Klingt sehr normal. Hunter. Hochwertige Medizin und Gifte herstellen. Sehr gut. Geil. Nicht schlecht. Gut. So, da ich ja... Oh Mann, jetzt muss ich wieder warten, bis der da fertig geschissen hat. So. Kurzer Blick. Och, Ach komm, eine gibt es da noch. Nicht, die können wir ja gleich machen.
Hämeliterz? Was ist das denn? Connor! Connor. Oh, was geht bei dem Spacken ab? Ach, der Schreiner. Hier, oder was? Der Handwerker. Laden? Jawohl. Aber ich wollte dich gerne etwas fragen. Als mein Karren abbrannte, verlor ich eine Menge Werkzeug. Ich habe Ersatz in meinem Laden in Boston, doch wie du weißt, bin ich dort nicht wirklich willkommen. Ja, hol ich dir. Nicht zu viel Arbeit machen. Könntest du mir vielleicht helfen? Was genau soll ich denn tun? Das Werkzeug holen? Mich beschützen. Oh Gott! Wir treffen uns in Boston bei meinem Laden. Weißt du, anstatt dass ich das hole? Nein, das muss er selber machen. Wie viele Klunker habe ich überhaupt? Wo kann man das denn nachsehen? Oh, noch zwei habe ich nicht entdeckt, oder was? Okay, gut, lassen wir das erstmal. Ich will nochmal kurz hier... Vielleicht finde ich hier irgendwie was. Benachrichtigungscenter... Die Datenbank ist schon zu 78% komplett. Hm, nicht schlecht. Oh, das Spiel habe ich auch schon zu mehr als die Hälfte durch. Sequenz 10. Ja gut. Nee, okay. Das wäre es dann soweit erstmal gewesen. Ich muss jetzt noch Hausaufgaben machen. Yeah. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.